Hallo und herzlich willkommen zum finalen Duell von Yugi gegen Malik. Die Zeit ist gekommen für den finalen Zweikampf. Yugi gegen Marek mit dem Schicksal der Welt in die Scherbe. Ich habe auf diesen Moment mein ganzes Leben gewartet. Bald wird deine unendliche Macht mein sein. Marek, nicht nur werde ich dich besiegen, ich werde dich aus der Dunkelheit, die dich besteuert, befreit. Ja, das würde ich jetzt gerne sehen. Lustig. So. Oh, danke schön. Ein Jesus. Du bist auf meiner Seite. Oh, Zuflucht und Erwittler. Keine Ahnung, welche Karten das sein sollten, aber Marek ist auf jeden Fall ein gefährlicher Gegner. Ich sollte auf jeden Fall vorsichtig spielen. All in. And my turn. Ich meine, ich beende meinen Zug. Natürlich, ich bin männlich. Wie es aussieht, besitzt du eine Noob-Karte. Beschwöre Beta, Magnetkrieger, ein Angriffsmodus. Angriff. Gamma, ich beende meinen Zug. Schade, dass kein Valkyrien im Deck hab. Oh, wie so mindestens. Kann es sein, dass er keine Monster hat? Und ich dreimal Zuflucht und der Wilder. Hätte ich jetzt einen ägyptischen Gott, dann hätte ich drei opfern können. Fällt. Ziemlich lame. Los, Gamma, direkter Angriff. Oh nein. Are you fucking serious? 3000 Verteidigung, Alter. Wie soll ich das nur abwehren? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie eine Strategie finden, einen 3000 Verteidigung zu unterbinden. Und ich weiß sogar wie. Ich aktiviere Seelennehmer. Tschüss. Also jetzt 1000 Lebenspunkte, aber die ziehe ich dir sofort wieder ab. Und noch mehr. Und gleich nochmal. Jawohl, das war's. Du bist drin, Merrick. Oh nein, kein Topf der Gier. Jetzt hast du bestimmt ein Monster. Du hast ein Monster. Verdammt. Oh nein, er wird Lava-Golem beschwören. Shit. Oder auch nicht, weil er dumm ist. Ich aktiviere Topf der Gier. Also jetzt ein Monster verdeckt. Zugriff. Au, das hat weh. Angriff. Direkter Angriff und beende das Duell. Meister, Marek. Bruder, bitte sag mir, dass es dir gut geht. Marek, es ist vorbei. Deine böse Seite wurde von hier immer verbannt. Es ist endlich vorbei, mein Pharao. Ja, und die Finsternis ist von deinem Herzen gehoben. Marek. Hat das Böse überwältigt, das ihn so lange kontrollierte. Mein Pharao, ich danke dir. Du hast die Menschheit gerettet. Wir haben es geschafft. Ich hätte nie gesiegt, wenn es nicht für alle von euch gewesen wäre. Pharao, sei sicher, dass jeder, der von mir meine Dunkelheit ins Schattenreich verbannt wurde, zurückkehren wird. Danke. Ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen, bevor meine wichtige Mission abgeschlossen ist. Bezeuge das Geheimnis Pharao Macht auf meinen Rücken eingeschrieben. Diese Markierung wurde von meiner Familie von Generation zu Generation für 5000 Jahre weitergegeben. Uns wurde beigebracht, dass als der antike Pharao die Welt rettete vor der Zerstörung, er seine Gedanken sauber gewischt hat. Aber er wusste, dass er eines Tages zurückkehren würde und er seine Erinnerungen zurückbraucht. Er vertraute einer Familie mit seinen größten Geheimnissen, der Schlüssel zur Entriegelung seines Geistes und seiner Macht. Nachdem du nun die drei ägyptischen Götterkarten und das Melde im Puzzle hast,
Ist alles, was du noch tun musst, die Worte auf Mareks Rücken lesen. Du bist so nah. Es ist Zeit für uns, jetzt zu gehen, Pharao. Bitte nimm dies. Der Millenniumstab gehört mit dir, wo er keinen Schaden mehr verursacht. Danke. Und nimm auch dies. Der Millennium-Ring ist am sichersten mit dir. Mit Yugi nun im Besitz aller Millennium-Gegenstand und die drei ägyptischen Götterkarten, könnte er nun sicherstellen, dass die Schattenspiele nie wieder zurückkommen werden. Ja, das war ein guter Kampf. Nun, da der Pharao die Welt rettete, gab es eine letzte Sache, was er zu tun hatte. Fortzufahren zu dem Leben nach dem Tod. Geführt von Marek, Ishizu und Odin ging das Team zu einem heiligen unterirdischen Tempel, der das Tor zum Leben nach dem Tod hielt. Um die Tür zu öffnen, musste der Pharao die ägyptischen Götterkarten und die 7 Millennium-Gegenstände versiegeln und ein letztes Duell haben. Ein Ritualduell gegen Yugi. Das Duell wurde feststellen, ob Yugi nun auf seinen eigenen Füßen als sein eigener Herr stehen konnte und des Pharaos Hilfe nicht mehr benötigte. Dies ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich für den Sieg meines Gegners hoffe. Aber damit dieses Duell wirklich unsere Bereitschaft zu trennen testet, muss ich mit all meiner Kraft kämpfen. Pharao, jetzt wo du das Millennium-Puzzle verlassen hast, kann ich deine Gedanken nicht mehr hören. Aber irgendwie weiß ich immer noch, was du denkst, und ich fühle auf gleiche Weise. Wenn du mir etwas beigebracht hast, ist es, dein Herz in dein Deck zu setzen und mit allem, was du hast, zu duellieren. Das ist genau das, was ich jetzt tue. Finstere Wurfmesser. Wow, also muss man nur drei Finsternismonster besitzen. Das ist bestimmt easy. Um den einen Monster zu zerstören. Ja. Und da fängt es schon mal ziemlich gut an. Sweet. Es fängt ziemlich gut an. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Faro. Au, 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 au. No, not my monster. Ich aktiviere meine verdeckte Karte. Strong holt die mobile Festung. Erscheine. Ich setze ein Monster in verdeckte Verteidigungsposition und beende meinen Zug. Du bist dran, Pharao. Mein Monster-Effekt aktiviert sich und ich hole mir auf die Hand schweigsame Magier Level 4. Warum soll ich den angreifen? Okay, bist du bereit? Pharao, ich beschwöre schweigsamer Magier Level 4. Und danach aktiviere ich die Zauberkarte aufgestiegen. Und beschwöre schweigsamer Magier Level 8 von meinem Deck. Nun kämpfen unsere beiden Magier gegeneinander. Aber vorher aktiviere ich verräterische Schwerter. Angriff. Ach, come on. Seriously, Pharao? Bist du wirklich so eine Pussy? Ich beschwöre schweigsamer Schwertkampf Level 3 auf. Und beende meinen Zug.
Also gut, ich bin dran. Sehe. Ich erhöhe die Stufe von meinem schweigsamen Schwertkampf und beschwöre schweigsamer Schwertkampf Level 5. Ich beschwöre schweigsamer Schwager Level 4 im Angriffsmodus und gehe in die Kampfphase rüber und greife den Königsritter an, Ritter des Königs, so rum. Mein Monster-Effekt aktiviert sich. Gut, ich bin dran. Ich sehe. Ist jetzt eine Karte verdeckt. Und schwöre Alpha der Magnetkrieger in Angriffsmodus. Und geh rüber in die Kampfphase. Und greif deine Monster an. War ein guter Zug. Aber ich glaube, du wirst trotzdem nicht gegen meine Armee von Monstern standhalten. Ich beende meinen Zug. Du bist dran, Pharao. Wenn du glaubst, du hättest eine Chance. Ich tue genau dasselbe, was du vor ein paar Zügen gemacht hast. Ich aktiviere Spiegelkraft. Na gut, ich bin dran. Ich schöpfe meinen Alpha und beschwöre herbeigerufener Totenkopf. Angriff. Ich greife mit schweigsamer Schwertkämpfer dein trickreiche Token an. Und greife mit herbeigerufener Totenkopf dich direkt an. Schweigsamer Magier Level 4. Beende das Duell. Das war's. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Yugi, du hast einen großen Sieg für uns beide erreicht. Ich war so sehr fokussiert, das Spiel zu gespielen, dass ich vergaß, dass wenn ich dieses Duell gewinne, was tatsächlich bedeutet. Durch den Sieg sende ich dich für immer weg. Nein, du hast die Tür für mich geöffnet. Dank dir kann meine Seele endlich wieder in Ruhe sein. Ich gehe zurück, wo ich hingehöre. Das Schicksal brachte uns beide zusammen für einen Grund und wir haben unser Schicksal erfüllt. Wir haben die Menschheit vor der Rückkehr der Schattenschiele geschützt. Und wir sind beide enorm auf dem Weg gewachsen. Ich werde dich vermissen. Du weißt, dass wir nie wirklich auseinander sein werden, oder? Die Gabe der Freundlichkeit, die du mir gegeben hast und den Mut, den ich dir gab, wird in uns bleiben. Und das wird uns für immer zusammenführen. Richtig. Nun, da das Ritualduell abgeschlossen ist, wird das Auge von Udyat, der die Tür in die Geisterwelt bewacht, erwachen. Und der Geist des großen Pharaos, der im Millennium-Puzzle für 5000 Jahre gefangen war, ist jetzt frei. Die Zeit ist gekommen. Sage dem Auge von Udyat deinen Namen. Ich bin der Sohn vom König Aknamkonon. Ich bin der Sohn des Königs Aknamkonon. Mein Name ist Pharao Atem. Und ich habe keinen Atem. Yay! Wir haben die erste Story durchgeschafft. Mann, Alter. Und die ist jetzt zu kurz. Ey, dann öffne ich jetzt Rest Folge nur Packs. Ich steck nur Joke. Ja, ich habe ein bisschen GX angefangen. Aber es ist halt nicht so wirklich spannend, bis auf ein Duell, was ziemlich nervig war. So Käuber. Wobei eigentlich wollte ich noch ein bisschen viel von Yogi ziehen, weil mir fehlen noch einige Karten, die ich für mein Deck brauche. Ich weiß nicht mehr, welche Karten es waren. Auf jeden Fall weiß ich brauche auf jeden Fall ein paar von denen. Von dunkle Magier. Ich brauche unbedingt dunkle Magier. Weil es halt die einzige Karte ist, die ich noch nicht besitze. Beziehungsweise ich brauche die sogar dreimal. Und ich habe sie halt bei 5 Milliarden Packs nicht einmal gezogen. Ich weiß, dass ein bisschen unlucky ist. Ich meine, ich krieg Hauptsache, ich krieg 50 Millionen andere Karten, ne? Und noch ein 10. dunkles Magiermädchen. Ich werde einfach nie Glück haben. Und ein dunkler Magier ist Chaos. Wow, bringt mir aber sowas von viel, wenn ich gern dunklen Magier hab.
wenig mehr brauche. Danke, Spiel. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Die beste Entscheidung meines Lebens. Und du, Steffer immer hatte ich davor auch noch nie, richtig. Aber schon. Nee, der beim letzten Mal ziehen nicht wirklich gesehen. Ihr könnt übrigens jetzt abstellen, wir machen nämlich nichts außer ziehen. Und Packs. In Hoffnung, wir bekommen dunkle Magier. Zuerst. Ich werde einfach ein bisschen von Set durchziehen. Scheiß drauf. Nee, komm, scheiß auf Kaiber. Ich brauche auf jeden Fall mehr als nur den dunklen Magier. Zum Beispiel auch das Timaeus brauche ich auch noch. Das ist ja auch noch aus den Packs hier. Keinen Weg gibt es irgendwie schneller zu machen, ne? Oh, Marshmallow. Ich glaube, die hat ich auch noch nicht. Wieso gibt es keine Möglichkeit, mehrere zu kaufen? Das ist halt echt nervig. Und Slifer, cool. Habe ich heute schon viermal oder so gehabt. Weiß echt nicht. Oh, ein Alchemist. Cool, den wollte ich auch noch haben. Weil der bringt mir ein bisschen mehr. Manche andere Karten. Die Gen des Herzens brauche ich auch nicht. Oh, endlich ein dunkler Magier. Cool. Oder auch langsam Zeit. Drachenmeister, ja. Ratskinsten sind da so ein Pleuel. Ultimativer Drache. Ist halt ein bisschen zu viel. Dunkler Magier da. Cool. Und ich brauche ein paar mehr dunkle Magier. Meine alle anderen Karten sind mir eigentlich scheißegal. Außer bestimmte Karten. Und Missgeburt, cool, ist verboten. Das ausgemacht seit 500 Verteilung an höhere ein anderes Zauberfette, die ist jetzt jedenfalls zerstöre die Zauberkarte. Achso, ist einen von den Wächterkarten, habe ich recht. Aber ich finde es lustig, weil das bei Legacy of the Duelist so zwei ganze Seasons einfach komplett weggelassen wurden. Dann ist halt echt GG, ne? Einfach mal zwei Seasons, einfach mal ein. Scheiß drauf. Warum schon Seasons? Wenn na gut, das wird auch unnötig die Story in Länge strecken. Aber das tut. Die spielen ja so oder so mit manchen Sachen. Ich meine, Season 4 war eh nicht so wirklich besonders. War eher so. Nee. Kann man machen, aber. Kann man aber lassen, ne? Kann man machen, kann man auch lassen. So, was gibt's denn noch zu legendärer Ritter Timaeus? Wie oft habe ich die? Ich habe keine Ahnung. Habe ich die überhaupt? Haben wir jetzt gehabt? Weiß nicht. Wenn man braucht eh nur einmal ein Deck. Oh, das ist ja Pfeiniger. Pfeiniger. Ich nehme gerade 19 Minuten auf und die sind schon fast am Ende. Was soll ich denn noch machen? Ich weiß es nicht. Muss irgendwie das Video unnötig in Länge strecken. Bis mindestens 30 Minuten. Weil sonst wäre es ja keine Pixar Joshua Folge. Wie die Folge 2 von meinem letzten, von diesem Let's Play. Haha. Aber naja. Ich glaube, ich werde ein bisschen noch dick bearbeiten. Und mal sehen,
Wie scheiße das Deck war, wenn eigentlich ist. Wobei, eigentlich ist es gar nicht so scheiße. Warum bekomme ich die ganze Legende Hel Herzen oder Helden oder so? Wenn nicht Auge von Timaeus oder so. Und nur der Paladin. Cool. Wenn mein Name, ich werde meinen Namen auf jeden Fall alle ehren. Never Lucky. Ich mache meinen Namen alle ehren. Und ich kann auch einen Ding ziehen. Cool. Und let's go. Ja. So, das ist mein Deck. Wie gesagt, ich wollte es noch ein bisschen verbessern. Es tut uns, glaube ich, hier wirklich mit der Maus zu arbeiten. Wundersame Heilung. Oh, hatte ich wundersame Heilung. Konnte ich auch eh nicht nutzen. Nicht so, wie ich das Deck aufgebaut habe. Aber ich glaube, ich sollte das Deck doch ein bisschen anders machen, also generell anders sortieren. Also etwas wie. War eigentlich nicht. Ich glaube, ich kann dunkle Magier mich einfach rausnehmen. Wie weiße Magier und dann dafür andere, zum Beispiel wertvolle Karten, die man in jedem Deck eigentlich drin haben sollte, auch noch reinmachen. Zum Beispiel Siege von Orichalcos. Weil das. Eigentlich hat sie nicht schon ein schlechtes Effekt, richtig. Ja, guck mal, der Maul von die Karte. Alle Monster, die kontrollierst, halten von ADK einmal pro Spiel, so kannst du diese Karte nicht durch Kampfkarten. Dann zaubert mehr Monster, dann jener deine Monster mit den nächsten Schätze für andere. Ja. Wobei, ich weiß, welche Karte ich auch noch haben könnte, bräuchte, müsste. Nämlich Levelaufstieg. Das wäre ziemlich sweet. Enemy-Controller ist eigentlich eine relativ starke Karte, die vor allem bei Duel Links ein bisschen abused wird. Wenn man kein Dings hat, hier, wie ist es nochmal? Enemy Controller, wenn man dies hat nicht, heißt auf Deutsch. Feindkontrolle, wenn man keinen Feindkontroller hat. Bei Duel Links, dann ist man gefickt. Die Karte ist eigentlich auch ziemlich sweet. Also, man darf sich immer eine beliebige Karte auswählen. Und die behält, bekommt man in zwei Zügen. Der kann man halt auf jeden Fall 100%ig eine Keycard bekommen. Eine Schlüsselkarte braucht, um das Deck zu, das Duell zu gewinnen.
MST, habe ich gesucht. Zum Beispiel. Dann warum rede ich eigentlich die ganze Zeit? Raikiki, warum ist Raikiki auf 1? Wow. Das ist halt echt. Und Raikiki ist auf 1 auf Riesentornados. Ist einfach mal komplett verboten. Cool. Das macht Sinn, ne? Wenn man sich das überlegt, ne? Ja, Sturm ist auf. Schwarzes Loch ist auf. Na gut, Schwarzes Loch ist nicht so stark wie Raikiki, aber trotzdem. Die Kraft. Zweimal reinmachen, die Noob-Karte. Die Karte für Noobs. Und so ich, ne? Ich bin ja auch Noob. Ne, ihr Pisser, ich kenne euch. Ich nehme einfach mal alle Karten rein. Ich denke, die ich noch brauchen könnte und dann sortiere ich am Ende aus. Und sage, nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Nee, vielleicht nur zweimal oder einmal. So 48 Karten, die brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Ausrüstungskarten, naja. Die brauche ich auf jeden Fall. Komm, du kannst komplett raus. Kreis, wobei Kreis der Magie ist eigentlich relativ gut. Ich mich auf jeden gegen Zauber kann ich eigentlich komplett rausnehmen. Hat mir eigentlich noch nie was gebracht. So, damit denke ich mal, war's das. Ja, ich bin gerade mal 26 Minuten auf. Cool, Multiplayer. Was denn ist? Ranglistenspiel. Warum gibt's hier auch Ranglistenspiel? Tutorial. Gott, Alter. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Ne, da ich gesehen habe, dass Arc 5, nur das hier übrig ist, denke ich mal, dass nur eins ist, dann habe ich deswegen das auch noch durch. Dann brauche ich Arc 5 nicht mehr vorstellen. In dieser Lektion lernst du, wie man Pinbeschwörung macht. Cool. Kann ich euch auch erklären. Ja, halt der Maul. Also, wir haben hier Monster, die hier so komische Zeichen an den Seiten hat. Also, ja. Solche komischen Zeichen seht ihr jetzt überhaupt? Ich weiß nicht. Hier steht zum Beispiel, ja, hier steht zum Beispiel 7 links und rechts. Das bedeutet einfach nur, ja, wie soll ich es erklären? Ja, jetzt muss ich ein Beispiel machen. Zum Beispiel haben wir Drachenhornjägerin, die mit 3 und die setzt sich halt in der Pendelzone. Von 3. Und den mit einem Punktzahl von 7 stimmt halt in einer anderen Pendelzone. Und jetzt kann ich jederzeit von meiner Hand so viele Monster, wie ich will, von der Stufe 4 bis 6 beschwören. Also genau, was zwischen den Zahlen steht, die man in dem Pendelfelder hat. Da kann ich halt so eine Pendelbeschwörung machen, man kann halt alle von der Hand, die genau zwischen der Stufe sind, die von der Panel beschwören. Wow, das ist doch hier eine Animation. What the fuck? Also ich fand es schon bei Arc 5 merkwürdig, aber hier? Wow. That's completely weird. Und die Panelbeschwörung zählt übrigens als Spitzerbeschwörung. Und während sie in diesen Feldern hier sind, sehen sie als Zauberkarten. Und falls Panel-Monster, die auf dem Monsterfeld sind, den der zerstört werden, damit landen die eben halt ein Extra-Deck und nicht im Friedhof. Sollte man nämlich auch beachten. Und das ist das, was die Panel-Monster komplett broken macht. Weil. Oh, der mit der Welt, das Spiel mal. So viel, warum spielen wir schon? Der leckt mich. Als ob er sie jetzt dreimal hatte. Ja, Cheater. Oh mein Gott, der beschwört einen ägyptischen Gott. Ishra. Oh. Oh, das geht auch.
Au, jetzt, au, au, au. Das hat weh. Das hat den Tag wirklich weh. Wow, Spalt. So, man kann eben halt jetzt auch noch Panel-Beschwörungen aus dem Extra-Deck machen, weshalb die Panel-Monster eigentlich meiner Meinung nach zu stark sind. Pendulum. Zerstöre Guilford. Man hätte eigentlich sicher sein müssen, indem man einfach. Man hätte auch sicher spielen können mit Spalt, indem man einfach Spalt vor der Panel-Beschwörung macht. Nicht, dass er einfach. Mit Spalt einfach deine eigenen Monster zerstörst. Für Anfänger und Noobs so wie ich, wäre es mir das ratsam. Es hätte Punkt genau auf 0. Wie bei einem Rätsel. Gong Strong. Alter. Ich habe ihn alles erhalten, was ich wollte. Also ich habe wirklich alles erhalten. Malodies Monster oder auch nicht. Ja. Musikalische Monster dachte ich komme raus, aber stattdessen kommt Ghost Trick. Was zum Fick geht hier? Ja, Vorsicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reicht es jetzt für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge und da fangen wir auch mit GX an. Bis dann, ciao.